Hallo! Hi zusammen! Hi und herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem nächsten Vorgestellt. Was ja eigentlich unser großes Vorgestellt-Format ist. Aber umso größer unser Format ist. Klitzeklein heute. Genau, beschäftigen uns heute mal mit den kleinen Dingen der Spielewelt. Und der Dan wird uns jetzt verraten, denke ich. Um was es sich handelt. Genau, ihr könnt es schon erraten, aber. Ein Teil der Tiny Epic-Reihe mitgebracht. Und zwar, wie es sich so für richtige Nerds und Fantasy-Liebhaber und Dungeon-Crawler-Fans und kooperative Spieler und so weiter gehört. Den neuesten Teil Tiny Epic Dungeons. Yeah. Der neueste Clou hier von den Tiny Epic Leuten, also so Tiny Epic Leute heißen ja echt gar nicht, aber die haben ja unfassbar viele schon davon. Gamelin heißen sie. Ja, Gamelin, ja, aber es gibt schon unglaublich viele Teile davon, ne? Ja. Was die alle so gemeinsam haben, ist, dass das zwar eine sehr, sehr kleine Schachtel ist, also ihr seht, ne, passt in der Hand, aber da unheimlich was drin steckt, ne? Auch hier wieder ein voll ausgewachsener Dungeon Crawler. Für 1-4 Personen ab 14 Jahren und mit einer Spielzeit von 30-60 Minuten. Also es ist tatsächlich einer der kürzeren Dungeon Crawler, die ich kenne. Ja, stimmt. Ja, schon. Und ist auch One-Shot spielbar. 30-60 Minuten zumindest bei der Erstpartie und auch, glaube ich, bei der Zweitpartie ist ja schon. Doch, wenn man sich ordentlich verprügeln lässt, dann kommt das hin. Was soll ich sagen? Es ist ein One-Shot, ne? Also ich meine, was ich... Bloodshot. Bloodshot, das ist richtig. Also, ich meine, ich finde bei Dungeon Crawl halt cool, wenn man eben sie nicht komplett als Kampagne spielen muss. Dass man einfach mal heute Abend sagen kann, heute Abend spielen wir mal Dungeon Crawl XY und da spielen wir jetzt einfach mal dieses Ding von. Wobei ich jetzt als kleines All-In-Opfer mich out und sage, natürlich habt ihr ja in dem Regalplatz gesucht, schon gesehen, auch die Storys-Erweiterung dazu. Natürlich hat er das. Ja, gucken wir einfach mal rein. Ne, es lohnt sich. Katsching, auf jeden Fall. Apropos, es lohnt sich. Vielleicht schon mal alleine den Karton reingehalten, weil auch das Artwork gefällt mir persönlich schon ziemlich gut. Ja, triggert mich total. Hat mich ja schon bei dem Regalplatzgesuch getriggert. Ja. Und übrigens, da muss auch mal sein Gehalt noch Wort. Ich habe gesagt, wir müssen das unbedingt spielen. Und am nächsten Samstag war das Ding auf dem Tisch. Ja. Und dann gucken wir mal rein. Also, wie gesagt, kleine Schachtel, Rieseninhalt. Gut, jetzt habe ich es natürlich auch noch gesleeved und so weiter. Was auch sonst. Und habe die Potions und Perils Mini-Erweiterung natürlich auch direkt erstmal mit drin gelassen. Was auch sonst. Aber ihr seht, also ist schon mal die Deluxe-Variante, ne, mit schönen Holztoken. Was auch sonst. Die Figürchen sind immer drin. Tja, da kann ich nicht immer sagen. Drin ist, sind alle dieser Miepel, dieser Holzmiepel, denn ich habe es gesagt, kurz. Das All-In-Opfer hat sich natürlich die Boss-Miepel-Erweiterung dazu geholt. Was auch sonst. Was aber ganz schön ist, weil normalerweise hat der Endboss halt hier so diesen Sauron-Verschnitt-Token. Ja, also schon, ne? Also mehr Sauron geht doch fast nicht. Und so ist es aber so, dass dann die entsprechenden Bosse halt einen eigenen Drachenmiepel haben. Oder das war, glaube ich, hier der dicke Skelettkrieger. Und voll so weiter. Cool, schön aus Holz, ne? Na genau, alles Holzmiepel. Kommen wir gleich nochmal zu bei der generellen Materialschau. Ja, zur Spielmechanik. Also es ist tatsächlich ein klassischer Dungeon. Na, ein klassisches Dungeon-Crawling-Spiel, wo sich auch so ein Dungeon aufbaut, der in der Tat mehr oder weniger zufällig ist. So gerade die Dungeon-Teils. Zufällig ist ja schon, sie zu finden. Da sind sie. Und zwar haben wir halt so ein Stack an Dungeon-Teils, die werden dann nacheinander aufgelegt. Wir haben am Anfang einen Eingang, der aus einer schönen Treppe besteht, weil wir schreiten ja runter in den Dungeon. Wenn er dann die Treppe jetzt findet.
Ja gut, die Treppe kann man sich ja vielleicht noch vorstellen, wenn sie jetzt nicht findet. Ist ja egal. Es gibt einen Teil, das Startteil. So. Na, guck mal. Liegt sogar nehmen wir einfach das. Liegt sie einfach oben drauf. So, und von dem Startteil ausbauend wird der Dungeon aufgebaut in ein maximal 7x7 Raster. Da werden dann entsprechend entweder Räume dran gelegt, die auch schon mal so einen Goblin-Hinterhalt haben. Was mit den Goblins auf sich hat, zeigen wir euch gleich. Oder die einfach, jetzt suche ich gerade einen Raum ohne Goblins. Wenn es kein Goblin ist, eine Falle. Die einfach super. Eine Falle drin haben. Oder die einfach nur einen großen Schatzhaufen haben. Halten wir mal fest, diese Karte ist schon echt selten. Also eigentlich passiert immer was Schlechtes. Oder so ein Special Minion mit drin haben. Der versohlt einem auch den Hintern. Den es zu bekämpfen gibt. Oder quasi den Eingang zum Oberboss mit dem dicken Tor. Oder Ritualräume oder. Halten wir fest, wie ich gerade schon sagte, eigentlich passiert erstmal was Schlechtes, wenn man da reingeht. Genau. Ne? Grundsätzlich schon. Was muss man natürlich, bevor wir überhaupt loslegen, erstmal tun? Wie in jedem guten Dungeon-Roller hat man erstmal die Qual der Wahl. Es gibt nämlich einen Haufen Helden, ne? Zwischen denen man hier wählen kann. Dann kann man ja schon mal in die Kamera halten, werde ich aber so zwei Sätze sagen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Heldentypen, ganz, ganz klassische, es gibt Magier, es gibt den Tank und so weiter. Man sieht halt, es gibt quasi zwei Ressourcen, mit denen man hier handelt oder mit leben muss. Das sind einmal hier auf den, kann man hier mal so zeigen, natürlich die Lebenspunkte auf den Herzen. Und das hier ist so ein bisschen die geistige Energie, muss man sagen. Die ist eher... Fokus wird es genannt. Die ist jetzt natürlich eher so zum Zaubern wichtig zum Beispiel. Oder um bestimmte Sonderfähigkeiten zu triggern. Gegenstände, Sonderfähigkeiten auszulösen. Dann haben die Helden, wie man es auch von guten Dungeon Crawlern kennt, so Grundwerte in Bewegung und Verteidigung. Und das sind quasi die drei Attribute, die es gibt. Ne? Kraft, ich weiß gar nicht, wie wird es genau genannt? Agilität. Und hier ist so Zauberkraft, so die Spruchrolle sagt immer so ein bisschen, wie gut, die wird meistens für Zauber gebraucht. Ne? Wissen. Und das, genau, Wissen. Das sind halt, da steht halt, wenn eine Probe auf ein gewisses Fähigkeit gemacht wird, wie bei den Räumen hier zum Beispiel. Gibt es einen Raum, haben wir gerade einen? Hier zum Beispiel, das ist eine allgemeine, kann man halt auf die Fähigkeit seiner Wahl eine Probe auf 6 machen. So, und die geneigten Kenner von solchen Dungeon-Crawling-Spielen von euch werden es sicherlich erraten haben. Wir haben hier unsere Würfel. Insgesamt 3 Stück. Warum 3 Stück? 3 ist immer das Maximum. Also ne, deswegen haben die Helden auch maximal 3 Würfel einer Sorte abgebildet. Wenn ich einen 4. durch irgendeine Fähigkeit oder so dazu kriegen würde, bringt es mir überhaupt nichts, weil 3 immer das Maximum ist. Ja, und wenn ich so eine Probe auf 6 würfeln muss, ist es einfach so, dass ich die Würfel würfel. Normalerweise eine 6 oder mehr bräuchte. Wie schreibe ich eine 6 oder mehr? Die Würfel haben eine plus 1 und eine plus 2 drauf. Es ist gleichzeitig auch die Seite 1 und Seite 2 des Würfels. Ist bei manchen Proben wichtig, weil da einfach steht 1 bis 6 und je nachdem, was man würfelt, ist es dann. So, dann hat es eine einfache 3, eine 4 irgendwo. Eine 5 gibt es auch noch. Und eine 6 drauf. Ja. So, und wie gesagt, wenn ich eine Probe von 6 habe, muss ich mindestens die 6 würfeln. Ich kann aber zum Beispiel auch die 4 mit einer plus 2 kombinieren und habe dann 6. Trotzdem die 6. Genau. Schön ist übrigens Würfel, die man nicht benutzt, die man nicht braucht, um das Ergebnis zu erzielen. Da sieht man dann entweder diese Blitze drauf oder halt das Herzchen auf der 6. Da kann man tatsächlich Leben und Fokus mit zurückgewinnen. Tatsächlich. Genau. Also der Würfel, ein oder mehrere, die man nicht benutzt, geben einfach die entsprechende untere Ressource zu. Ja, jetzt haben wir quasi schon das gesamte Probensystem quasi schon fast erzählt. Man sieht übrigens auch bei den Helden, um nochmal zu den Helden zurückzukommen, die haben alle auch Sonderfähigkeiten. Das macht sie jetzt auch asynchron tatsächlich, die sind nicht alle gleich. Was sie alle gleich haben, ist hier oft das hier, dass man hier für 2 Fokus eine Würfelseite entweder nach oben oder einen Schritt nach unten drehen darf. Damit kann man dann so ein bisschen manipulieren, was da bei seinem Würfelwurf dann rausgekommen ist. Zum Beispiel ganz wichtig, die 3 halt auf eine plus 2 zu senken. Ne? Das ist eigentlich so der Move, den man sehr gerne macht. Klar.
Ja, weil die 3 ist einfach wirklich fast der schlechteste Wurf, den man machen kann. Aber gut, wie gesagt, das sind so die Helden. Das bieten sie einem. Es gibt halt, wie gesagt, Sonderfähigkeiten. Kann man sich halt entscheiden, worauf man mehr Bock hat. Ob man mehr der Zauberer sein will oder mehr so der Schlägertyp. Wie in jedem guten, klassischen Dungeon Crawler auf jeden Fall auch. Und ja, was muss man noch machen? Man kann natürlich looten. Man braucht Ausrüstung. Und da ganz spannend. Also grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Ausrüstungsgegenstände gibt. Da gibt es auch einen relativ ordentlichen Stapel schon im Grundspiel. Also das sind die Ausrüstungskarten, die wir haben. Das Witzige ist, gut, das ist jetzt ein normaler Crossbow, aber es gibt auch Ausrüstungskarten, wie zum Beispiel das Warhorn of the Bear. Und dann gibt es noch den Studded Jerkin of the Bear. Also ihr seht, es gibt so Sets. Ne? Also in typischer Diablo-Manier quasi kann ich ein Set zusammensetzen. Und ihr seht hier unten bei den Sets immer, je nachdem wie viele man von diesem Set zusammengesammelt hat, kriegt man nochmal deutlich stärkere Zusatzboni dazu. Das ist ganz cool. Was irgendwie ein bisschen strange ist die Sache, wenn ich irgendwo loote und was bekomme, was mir persönlich nichts bringt, dann lege ich es ab. Das liegt dann in einer allgemeinen Auslage und ein Held, der irgendwo anders in diesem Dungeon ist und so eine Aufnahmeaktion machen kann über eine Karte, kann sich aus dieser kompletten Auslage bedienen. Dafür kann man aber nicht tauschen untereinander. Das wenn man stimmt. So einen Helm einmal angezogen hat, dann hat man ihn an. Da kann nicht der Nächste kommen und sagen, gib mir mal deinen Helm. Das gibt es nicht. Ja gut, du kannst nur da ausziehen und die Auslage. Ja, dann legst du aber erstmal in die Auslage. Aber man kann tatsächlich nicht untereinander tauschen. Das ist richtig, tatsächlich nicht. Aber dieses Set-Collection-System bei den Ausrüstungsgegenständen macht zum einen Sinn und ist auch spaßig. Das machen wir auch nicht, genau. Machen wir doch mal sowas ganz grob. Wann gewinnt man eigentlich? Das ist auch mein Ziel. Ich gehe ja nicht so eine Treppe runter und sage, oh, ist ja dunkel und so, sondern irgendwas ist ja mein Ziel. Genau. Und zwar, ich habe ja die Bosskarte, die erstmal verdeckt ist. Also ich, in der Regel wähle ich random einen Boss aus, von dem ich nicht weiß, auf wen ich treffe. Ach so, da kann man auch mal die Bosskarten, kann man hier auch mal zeigen, dass da so verschiedene Typen gibt. So, also brauchen wir jetzt nicht in Detail machen, aber mal zeigen, dass es aber einfach verschiedene halt Viecherien gibt. Zum Beispiel die Hydra mit den 3 Köpfen oder den Pharao, den Untoten oder ein Lich. Oder den Goblin-König, ne? Also so die typischen, also eigentlich was klassischen Fantasy, ne? Fantasy-Boss-Charaktere. Schon so ein bisschen, ne? Ja. Die Medusa oder was ist das? Gorgon. Gorgon, ja, ist halt so eine Medusa. Ja, oder hier so ein Eye of the Beholder quasi, ne? Hier ist das Seer. Weil Eye of the Beholder ist, glaube ich, oder Beholder ist, glaube ich, sogar ein geschützter Begriff, meine ich mal, ne? Rechtlich. Mm. Ja, und ich habe halt hier die Bosskarte liegen, die Akt 1 schon besagt, und zwar in Akt 1. Abhängig von der Spieleranzahl müssen die Spieler erstmal eine entsprechende Menge an Minions besiegen. Das waren diese, wo wir hier so einen Raum hatten, ne, die dann schon um einiges tougher sind als so ein Standard-Gobbo. Ja, die sind einfach, also brauchen wir ja nicht en Detail jetzt alle Werte zeigen, aber die Minions sind halt viel härter zu bekämpfen, weil Goblins haben nur einen Lebenspunkt. Schafft man es, den Goblin umzusensen, dann, und der verliert einen Lebenspunkt, dann ist er weg. Man sieht schon bei dem Minion, der hat eine Lebenspunkteleiste nebenan, der lebt halt länger. Da muss man sehr viel mehr Energie reinstecken, um den halt auch vom Feld zu bekommen. Der hat auch andere Fähigkeiten zum Beispiel. Ne? Also die sind schon tough zu besiegen. Es sind so eine Art Mini-Bosse, kann man sogar vielleicht ganz vorsichtig genau, bezeichnen. Zwischengegner quasi. Also ja, in so einem klassischen Computerspiel, Diablo oder so, wäre das halt so ein Zwischenboss. Ne? Genau. So, und aber gewinnen tut man eben. Wenn ich die entsprechenden Minions halt umgeboxt habe, dann ist es so, dass ich befähigt bin, also einer von denen droppt quasi einen Schlüssel, ne? Seht ihr hier, und dann bin ich befähigt, in den Endbossraum zu kommen. Der muss natürlich bis dahin überhaupt entdeckt sein, also ich muss das dann schon so lange aufdecken, bis ich diesen Endboss-Raum auch entdeckt habe. Und wenn ich dann die Zugangsbedingungen erfüllt habe, dann kann ich mit so einer orangen Aktion, das sind freie Aktionen, kann ich den Raum betreten und dann in Akt 2 mich halt mit diesem Boss kloppen. Genau. Ja? Das ist natürlich die gute Variante. Dann würden wir gewinnen. Aber wie es immer bei kooperativen Spielen so ist,
gibt es verschiedene Mittel und Wege, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Genau. Und das ist nämlich jetzt eine der fiesesten Mechaniken, die uns auch tatsächlich oft das Leben gekostet hat, sind nämlich wirklich diese kleinen Goblins. Die kommen so schön ins Spiel, haben wir eben, hat der Dan ja eben schon mal gezeigt, wenn hier so ein Goblin-Kopf auf so einem Raum ist. So, dann kommt, dann sieht man hier, es gibt vier verschiedene Goblins, verschiedener Farben. Ja, die werden da draufgelegt. Und dann wird, wenn ein Goblin ins Spiel kommt, erstmal die Figur natürlich auf den Spielplan gestellt. Ja, und es wird gezogen, welcher Goblin es denn wird. Es gibt nämlich ein kleines Kartendeck, wo das wird gemischt, das ist rein zufällig. Und dann kommt einer von verschiedenen Goblins ins Spiel. Der kann dann verschiedene Dinge. Ne? Also der eine ist was schneller, der andere macht ein bisschen mehr Schaden. Also da gibt es sehr unterschiedliche. Vor allen Dingen auch, wenn die angreifen. Die einen sind Fernkämpfer, die anderen müssen zu dir aufs Feld kommen. Die muss man loswerden. Denn nach jedem Spiel, also denn diese Goblins greifen natürlich auch an. Und wenn wir vier Goblins im Spiel haben und wir die nicht beseitigen und wir müssten den nächsten legen und können es nicht, dann haben wir verloren. Dann haben wir verloren. Gleichzeitig geht jedes Mal, wenn ein Held dran war, dieser Fackelmarker um ein Feld runter. Und abhängig von der Spieleranzahl hat er verschiedene Startpositionen. Kommt er hier unten an, haben wir auch verloren. Das ist leider blöd. Das ist auch eine Mechanik, die dich ganz schön unter Druck setzt. Ne? Also dieser Fackelmarker, am Anfang fängt das so ganz smooth an. Da denkt man sich, oh, da habe ich ja noch genug Zeit. Aber so viel Zeit ist das gar nicht. Ne? Man kann durchs Besiegen von so einem Minion den Fackelmarker auch wieder hochjagen und durch ein, zwei Räume. Aber so viele Optionen gibt es tatsächlich nicht, diesen Fackelmarker wieder hochzusetzen. Wenige. Also man hat wirklich Zeit, man hat wirklich nicht unendlich Zeit. Man muss straight sein. Genau. Ja. Was es ganz angenehm macht, das ist auch eine Sache, die quasi diese Spielzeit von 30 bis 60 Minuten zum Einhalten bringt, weil man halt permanent zeitlich unter Druck gesetzt wird und nicht einfach durch die Gegend rennen kann und wild looten kann, wie man lustig ist. Und ist auch jetzt mal, warum wir mit der Zeit immer ausgekommen sind. Wir waren immer schon vorher tot. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer beim Gegner, wenn der überlebt, einen Gegenangriff. Also man würfelt einfach dann so einen Gegnerwürfel mit. Zuerst triggern normalerweise die eigenen Schadenspunkte. Überlebt der, macht er nochmal so einen Gegenangriff. Und da werden die Schilde der Helden wichtig, denn die wirken quasi sich nur tatsächlich auf die Gegenangriffe aus. Hat einen ganz einfachen Grund. Wenn die Gegner von sich aus angreifen, dann würfeln die eigentlich gar nicht mit ihrem Angriff, sondern machen irgendeinen Standardschaden. Hier in dem Fall zum Beispiel dieser Stabby Goblin, der würde dann pro Held, der im Spiel ist, pro Goblin, der im Spiel ist, einen Schaden auf die anvisierten Helden machen. Und deshalb will man sie halt auch loswerden. Aber nicht, wie gesagt, nicht nur deswegen, sondern weil sie einfach auch das Spielende herbeiführen, wenn man sie nicht tötet. Okay. Ja, tatsächlich, die müssen weg. Ja. Was euch vielleicht schon aufgefallen ist, dieses Spiel kommt grundsätzlich eigentlich sehr sprachneutral daher. Na, also klar, Stabby Goblin ist natürlich englische Kartenbegriffe. Aber grundsätzlich arbeitet dieses Spiel komplett mit Ikonografie. Da kommen wir gleich im Fazit nochmal drauf. Wer es trotzdem scheut, das Ganze sich auf Englisch zu besorgen, keine Angst. Im dritten Quartal geplant, meistens verschiebt sich sowas ja nochmal heutzutage, aber es ist auf jeden Fall so, dass Esmodi angekündigt hat, das Ganze auf Deutsch umzusetzen. Also vor allem Esmodi tatsächlich interessant. Es gibt eine deutsche Lokalisation von Esmodi auf jeden Fall zu dem Ganzen. Und ein kleiner Sidekick zu dem Tiny Epic Pirates, was davor erschienen ist. Auch das wird von Esmodi auf Deutsch umgesetzt. Cool. Also, halten wir mal fest, wir haben ja schon mehrere Partien damit gespielt. So, und jetzt, und ich muss wirklich sagen, wir haben wenig gewonnen. Was mich ja, aber, gar nicht. Was mich per, ja genau, ja, ich verharmloseste Darstellung, aber das triggert mich ja immer, weil ich sehr gerne kooperativ spiele und ich mag es auch, wenn das ordentlich schwer ist. Was mir halt wirklich, wirklich gut gefällt, ist, dass man hier in so einer kleinen Schachtel wirklich einen kompletten Dungeon Crawler untergebracht hat. Inklusive Minis, die haben wir noch inklusive gar nicht gezeigt. Inklusive Minis, während er sie auspackt, werde ich trotzdem schon was dazu sagen. Und es tatsächlich auch in einer annehmbaren Zeit zu spielen ist. Man hat keinen stundenlangen Aufbau.
Ja, dadurch, dass man einfach nur ein paar Karten mischt und dann geht es eigentlich fast schon los. Ne? Es ist auch nicht, man wird auch nicht mit irgendwelchen Spielmarkern hier zugeworfen. Gibt es auch gar nicht viele. Eigentlich gibt es nur so ein paar Anzeigemarker. Mehr gibt es eigentlich gar nicht. Da hat man auch komplett drauf verzichtet. Und es ist wirklich zwischen 30 und 60 Minuten spielbar. Das heißt, wir haben es ja auch gemacht, wir haben es nicht geschafft und haben festgestellt, ja, komm, versuchen wir nochmal. Und diese Zeit hat man. Wenn ihr an so andere epische Dungeon Crawler denkt, ich denke mal so an Gloomhaven oder so, wenn ich damit, ich spiele Gloomhaven wirklich gern, also das muss ich dazu sagen. Aber wenn man da so eine Mission nach eineinhalb Stunden Brain und Spielen und so und dann nicht geschafft hat, hat man auch wenig Bock, dann direkt die Mission nochmal auf den Tisch zu legen. Vor das allem, muss man ja wirklich mal ehrlich sein. Vor allem nicht, nach vorherigen 45 Minuten Aufbauzeit. Ja, das kommt noch hinzu. Ne? Das will man dann irgendwie nicht. Das ist hier tatsächlich anders. Und das ging uns auch so. Das haben wir auch genau so gemacht. Das war richtig geil. Mal kurz noch die Minis zeigen. Na, also ihr seht auch... Na, Fokus. Der Detailgrad der Minis ist durchaus ansprechend. Ne? Ist in Ordnung. Ne? Also es sind schon ganz coole Figürchen geworden. Die werde ich mir auch, glaube ich, nicht nehmen lassen, mal anzumalen. Jetzt gibt es aber auch, jetzt gibt es aber leider auch einen Punkt, den ich wirklich kritisieren muss bei dem Spiel. Und da gehen wir sehr d'accord. Da haben wir auch drüber gesprochen. Wenn der Dan mal eine Heldenkarte umdreht, meine Reizenassistentin, in dem Fall. Wir sprachen ja über die Ikonografie. Ja, und die sieht man jetzt hier. Und jetzt sieht man schon. Das hat man ja schon, habt ihr ja schon erahnt, ihr habt die Karten ja schon gesehen, wie viele verschiedene Symbole es gibt. Und das ist die Spielerhilfe. Die wohlgemerkt, kleine Kurzfassung. Die Kurzfassung, die nicht alles an Ikonografie beschreibt. Ich gehe schon mal zur Anleitung rüber. Ich lasse es mal auf euch wirken. Ich halte das mal weiter. Wir können das ja mal dann auch nochmal in die Kamera halten. Es gibt noch mehr Ikonografie. Das ist dann die Langfassung. Also, man muss dazu sagen, wenn man nach der ersten Partie, in der zweiten Partie wird das deutlich besser. Man weiß, was die Symbole bedeuten. Aber wir haben selbst in der zweiten und dritten Partie noch ernsthaft dauernd nachgeguckt, was ist das denn jetzt? Wie funktioniert das denn? Was heißt das? Ist das jetzt eine Fähigkeit? Ist das eine Aktion? Irgendwann hat man das drauf, das geht. Aber es ist wirklich, wirklich viel Nachschlagerei. Also zum ersten Mal reinkommen ist es wirklich aus der Hölle Ikonografie. Ja, na, zu viel. Eigentlich auch zu viel, muss man wirklich sagen. So guter Spieler ist. Ich habe jetzt gesehen, ich glaube, die sind allerdings custom-made, also ne, fan-made. Es gibt auf Boardgame Geek gibt's schon einen Handout für die Spieler mit einer kompakten Komplett-Ikonografie-Hilfe. Die werde ich demnächst mal ausdrucken, weil das ist ganz sinnvoll, dass die Spieler auch alles auf einen Blick haben. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass man sich da erstmal dumm und dämlich sucht, was halt an Ikonografie im ganzen Spiel vertreten ist. Man kann im Endeffekt, da man ja eh nur zu viert spielt und schon 8 Helden drin sind, kann jeder sich natürlich so eine Karte daneben legen. Ja, man muss auch zumindest nicht umdrehen, während du spielst. Das kann man vermeiden, das geht tatsächlich. Ja, aber grundsätzlich, das ist auch quasi der größte Hauptkritikpunkt, den ich an dem Spiel sehe, dass das halt sehr überladen ist mit dieser Ikonografie. Ja. Ansonsten muss ich sagen, es ist ein durchdachter, ausgewachsener, schnell spielbarer, cooler Dungeon-Crawler. Ja, natürlich. Der aber eine ordentliche Härte mitbringt. Ne? Das müsst ihr wissen. Der ist schon sehr anspruchsvoll, was den Härtegrad angeht. Ne? Also das ist kein... Ich beriesel mich mal und slay hier alles relativ locker weg, Zombicide, Dungeon Crawler, sondern der tritt dir schon kräftig wohin. Also sag mal so, der bewegt sich so im Schwierigkeitsgrad. Zombicide ist ist deutlich schwieriger als Zombicide. Sword and Sorcery hat noch mehr Regeln als das. Sword and Sorcery wäre noch der noch komplexere Dungeon Crawler, sag ich mal. Der bewegt sich da irgendwo dazwischen. Aber es ist eben kein Familienspiel oder irgendwie sowas. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist schon ein Kenner, schräger Kenner Plus. Dadurch, dass die Regeln halt sich nicht ganz so schnell lernen lassen durch diese ganze Ikonografie, würde ich schon als Kenner Plus auf jeden Fall mindestens bezeichnen. Ne? Und das natürlich ist ja auch ab 12 oder was stand drauf. Na, das ist schon und man muss durchaus gerechtfertigt. Und man muss natürlich auch eine gewisse Frusttoleranz mitbringen. Denn das Spiel ist wirklich knallhart und man gewinnt es halt
eher seltener, als man es verliert, weil es halt sehr viele Wege gibt, es zu verlieren. Aber mich motiviert das Ganze. Also ich freue mich auf die nächsten Partien. Das habe ich ja das, was ich eben auch sagte. Ne? Mich triggert das, muss man aber auch der Typ sein, wenn man sagt, boah, nee, also mal verlieren ist ja gut, aber wenn man mehr verliert als gewinnt, dann ist das nicht mein Spiel. Dann sollte ich vielleicht die Finger davon lassen. Wenn ihr mal Bock habt, auf einen Dungeon Crawler to go. Eigentlich ganz to go, aber es ist halt schon. Ja, aber du kannst ihn locker mit in den Urlaub nehmen. Oder aber so, ne? Die Schachtelgröße sagt ja alles cool. Und die Dauer sagt auch alles. Also es macht schon Bock. Artwork ist toll. Ausstattung kann man überhaupt nicht meckern. Auch, ich denke mal, auch in der Retail-Version wird die Ausstattung immer noch sehr okay sein. Dann hat man jetzt vielleicht keine Boss-Miepel, aber. Und ich weiß jetzt nicht, was im Retail bei Asmodee kosten wird, aber auch preislich völlig fair. Ne? Also ich habe jetzt für das Komplettpaket, glaube ich, $45 plus Versand. Ja, selbst wenn es bei Asmodee wird, wahrscheinlich 30 Euro kosten, wenn schon, aber mal ein Dungeon Crawler für 30 Euro kriegst du auch sonst nicht. Also von da aus, gute Sache, hat Bock, ist ein guter Vertreter der Tiny Epic Reihe, muss man tatsächlich sagen, die schwanken ja auch ein bisschen, aber der gehört für mich in die obere Hälfte oder ins obere Drittel sogar, kann man eigentlich noch weiter oben ranken. Ne? Ja. Und ein gutes Teil. Gutes Teil. Top 3, würde ich sagen. Ja, super, auf jeden Fall super Teil. Ja, was sagen wir? Also, eine klare Empfehlung, wenn ihr Dungeon Crawler mögt, wenn ihr wenn ihr Lust auf viele kleine bunte Bildchen habt, also wenn die Choreografie, dann seid ihr richtig. Wenn ihr halbwegs hohe Frusttoleranz habt. Ja, dann schlagt zu. Ja. Ja, habt ihr Erfahrung mit dem Spiel gemacht? Habt ihr vielleicht auch schon mal öfter gewonnen als verloren? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal gewonnen? Habt ihr überhaupt schon mal gewonnen? Ja, schreibt es auch da in die Kommentare. Ja, geht es euch genauso? Oder sagt ihr, das ist so schwer, das geht gar nicht, ne, das macht überhaupt keinen Sinn? Oder die Ikonografie, da wollten wir uns nicht mehr durchbeißen, wir haben angefangen zu lesen, haben dann aufgegeben. Schreibt das alles gerne, eure Erfahrung rein. Ansonsten, ja, wenn ihr das gemacht habt, freuen wir uns sehr. Wir gehen da gerne mit euch in die Interaktion. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Oder noch besser, ein Abo. Oder ein Glöckchen. Oder und ein Glöckchen. Und oder, bitte. Genau, gerne beides. Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende von diesem Vorgestellt. Tiny Epic Dungeons war das Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde uns freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn wir hier das nächste Spielchen vorstellen. Auf jeden Fall. Alles klar. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Tschüss.